Ja, guten Morgen. Ich bin's, Micha, Outdoor aktiv. Aus dem Bett gefallen, Sonne scheint, hinter uns der Paragonenspeicher. Zweiter Tag beginnt, es geht nach Wettin. Okay, wenn ihr Bock habt, kommt mit. Ja, wir gehen jetzt einmal hier hinten über die Brücke gleich raus und dann geht's da hinten über diese Insel, den Damm da hinten lang. Und da geht's dann weiter für uns. Okay. Guckst, gell? Ja, schön. Auf dem Dach. Jetzt verlassen wir Neustadt. Lost Places hier. Gebäude steht allerdings auf dem Grundstück von, ja, ist das Krankenhaus Armeos. Aber hier wird nichts mehr gemacht. Da wächst das Zeugs ins Fenster rein. Naja, schade, dass immer alles so verkommen muss. Ist ja kein kleines Gebäude. Da sind wir wieder. Unterwegs nach Eutin. Nächste Station ist Hofgut. Tja, Sierhagen. Genau, Sierhagen. Das ist unsere nächste Station. Da gehen wir jetzt hin. Und zwar in diese Richtung, etwa ja, 3 Kilometer schätze ich mal, und da sehen wir uns wieder, vielleicht auch unterwegs, weil wir gehen jetzt gleich über so einen Damm, über eine Insel, vielleicht gibt es da was zu sehen und dann seid ihr wieder dabei. Okay, weiter geht's. So, jetzt gibt es hier Naturschutzgebiet, und zwar hier steht's: Kulturlandschaft Neustädter Binnenwasser. Gut, macht Stopp, wenn ihr das lesen wollt. Ansonsten geht es jetzt hier weiter. Dort. Familie Schwan im Hintergrund. So, wir verlassen, so wie es aussieht, jetzt dieses Naturschutzgebiet. Neustädter Binnen. Immer Binnenwasser. Okay. Ja, verlassen wir jetzt. Genau in die Sonne rein geht wieder nicht. Ne? Wir befinden uns auch heute wieder auf dem E-Wanderweg. E1, E6, glaube ich. War's. Ja, und der geht in die Richtung. Und da laufen wir erstmal. Und hier sieht man, wir verlassen das jetzt. Tschüss. Was bist denn du für einer? Ich hätte erst gesagt Buchfink, aber eher nicht. Vielleicht doch. Ja, ich glaube nicht. Sieht man nicht da drauf nachher. Wir werden sehen. Ja. Tschüss. Genau. Ja, Leute, wenn ihr auf dem Bild jetzt irgendwo einen Vogel erkannt habt, dann wie immer die Aufgabe, schreibt es mir in die Kommentare. Welches Piepmätzchen war das? Ich hatte erst gedacht Buchfink, aber ist eher was anderes. Aber ihr wisst das bestimmt. Als alte Ornithologen reinschreiben. Ja, hier die ganze Ecke ist wohl so ein Art Sumpfgebiet, Moorgebiet, was auch immer. Also relativ feucht.
wie man auch hier sieht, an den braunen Löchern hier überall. Oder hier, da sieht man es ja auch. So, alle Vegetarier und Veganer mal weghören. Da stehen die guten Steaks auf der Weide. Kann man auch nichts sagen, wäre gut gehalten. Sind bestimmt den ganzen Tag draußen. Weil da ist doch ganz verschieden, ne? Da ist noch so ein Buschel zwischen, so ein Hippie. Aha. Da vorne der erste, ne? Ja. Kommst im Fernsehen, komm mal her. Komm. Bleib. Super, hör das Wort. Sehr schön. Mal die Nase im Wind, ne? So, wir unterqueren die A1. Gestern schon mal nur von der anderen Seite durchgelaufen. Jetzt geht es wieder zurück auf die andere Seite. Sieht man gleich, sieht anders aus. Kommst durch und schon gibt es hier irgendwelche Bäume. Da ist ja Naturschutzgebiet auf der anderen Seite, wenn man durchkommt. Da haben sie halt nichts, so wie es ist, ist es. Und hier sieht man mal einen Sanddornbusch, an dem nichts dran ist. Ich sehe gar nichts. Hast du schon mal gesehen unterwegs, irgendwie an der Ostsee. Ah, Schläge gibt es wieder. Ja, ich hatte was gesehen. Astringierend. Aber lecker. In Schweden ist das auch so ähnlich, ne? Loppis. Ja, eine Loppis, ja. Ja, okay. Da, wisst ihr, wenn ich jetzt so weit hätte, ist mir Liter Kaffeefilter da oben. Für so eine Tasse oder zwei. Cool. So, erstes Ziel erreicht, Sierhagen. Das sind die Großbauern, man sieht schon. Das gehört ja alles den Vögeln. Da ist das Haus dahin. So, wo geht unser Weg weiter? Geradeaus, sagt er, ne? Ja gut, dann gehen wir. Hier ist der Parkplatz für die Besökers. Keine Touris da, aber ADL-Gut. Was ist ein ADL-Gut? Na gut, das gucken wir uns jetzt mal an, weil der Wanderweg führt genau über den Hof. Ist auch schön, glaube ich. Genau, hier geht er genau drüber, dann geht es wieder raus. Einen ordentlichen See drumherum. Sierhagen haben wir erledigt. Ganz hübsch. Bei dem Herrn Großbauern, den adligen Herrschaften. Jetzt geht es weiter hier über das freie Feld. Und irgendwie habe ich mir ein paar Steinchen in die Schuhe geschafft. Ja, das ist jetzt gerade zu spät. Jetzt machen wir das nicht, machen wir später. Okay, und jetzt geht's weiter hier übers Feld auf dem E1, E6. Man muss auch mal zurückblicken. Weil auch da sieht es ganz nett aus manchmal. Ja, der hat es völlig zerrissen, den Kollegenbaum da. Naja, das ist doch schöne Landschaft hier. Schön wellig. So schön durch diese grünen Linien hier. Und hier und da mal ein Bäumchen. Wunderbar. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er das wirklich so einfängt, weil das Licht von vorne kommt. Aber das sieht schon cool aus. Kollege abgebrochen oder ist da ein Baum umgefallen? Der da. So ein Riesenast. Cool, hä? Ja.
Mein lieber Freund. Naja, Ast, das ist glaube ich so, so komplett über die ganze Länge runter weggebrochen. Ne? Ja. Ja. Tja, der arme Kerl. Hat er gelitten ein bisschen. So, jetzt haben wir mal von der Fläche. So ein bisschen kleines Waldstück. Herrlich erfrischende Luft. Wunderbar. Macht Spaß. Normalerweise fließt hier wahrscheinlich auch ein Bach. Aber momentan nicht. Tja, da oben am Berg, neben dem Fernsehturm, Funkturm oder was ist der? Eher ein Funkturm. Das Telefon, da steht auch noch ein anderer Turm. Welcher ist das? Ich habe schon wieder so eine komische Frage, noch, ich weiß. Wir hatten gesagt, das ist der Vergessen. Gömnitz. Wie? Gömnitz, glaube ich. Gömnitz? Gömnitzer Berg. Gömnitzer Berg. Gömnitzberg. Ja, wisst ihr es besser? Dann schreibt es unten in die Kommentare rein, bitte. Ich würde mich ja wahnsinnig freuen. Ernsthaft? Jetzt sieht man ja besser den Turm da oben. Jetzt kommen wir nach. Jetzt kommen wir nach. Müssten sie mal freischneiden. Aber wenn du siehst hier, weil da unten in der Kurve, wo wir abgebogen sind, wo wir aus dem Wald kamen, stand auch ein gelbes Straßenschild. Hier kannst du fahren. Sonst wäre hier auch kein Schild stehen, glaube ich. Nee, stimmt. Also eine öffentliche Straße und dann sowas hier. Hat die Welt noch nicht gesehen, zumindest nicht in Deutschland. Ja. Wir sind in Gömnitz, Gemeinde Süsel. Ja. Und das ist eine öffentliche Straße. Man kommt hier nach Pankau, glaube ich. Sierhagen, Pankau. Also nach Sierhagen auf alle Fälle. Ja. Da muss ich auch fotografieren, hilft ja nichts. Cooles Auto hin. Okay. Wo waren wir jetzt hier? Gömnitz. Da wollten wir hinten wieder so raus, ne? War richtig, ne? Wir gucken einfach auf die Pfeile, auf die Kreuze. Da ist eins drauf. Die kriegen jetzt hier bis auf ein letztes Stück. Siehst du? Schnelles Internet. Das war mal eine Wirtschaft. Aber was für eine Wirtschaft, ne? Eine Wirtschaft einfach. Mehr ging da glaube ich nicht hin. Da haben sie ein Tiny House stehen, guck. Auf Räder. Was, ja. Hallo, moin. Schlechte Wegstrecke, ach was, guck. Ja Freunde, hier geht's aufwärts. Unglaublich. Wie in die Berge. Na gut, wir sind in der Schweiz. Ne? Das ist schon, vor allem daran kann man es erkennen. Die Schweiz, die es ja überall gibt, genau wie den Amazonas. Und solche Sachen gibt es überall. Und dann hier wieder das Zeug. Hat ihr nicht hingehört, der japanische Knöderich. Da steht Euthi, guck. Allerdings, wenn du die Straße nimmst. 8 Kilometer. Neustadt 10. Ja, ein bisschen mehr sogar. Also wenn du jetzt von der Straße ausgehst, ne? Ja. Jetzt verlassen wir den eh. Ich glaube schon, ne? Der wird da weitergehen. Ja, da ist nämlich dieser Schlenker jetzt. Sehe ich das richtig? Griebel geht es auf alle Fälle hier lang. Also machen wir doch so. Stimmt, da geht er rein. Es müsste aber eigentlich, wenn das der Weg ist, hier auch so diese andere Markierung kommen, ne? Ja, eigentlich schon. Und der ging doch dann hier los. Naja, gut. Ja, Stonehenge plus Kühe.
Weiß nicht, ob man es erkennen kann da oben. Da. Hier ein Stück weiter. Irgendwelche Findlinge. Plus Kühe. Bewegen sich die Steine. Das sind doch Kühe. Richtung Griebel. Hier lang. Wir nehmen jetzt mal einen anderen Weg als den E und haben uns unsere eigenen Gedanken gemacht. Ob das gut ist, will man noch nicht. Aber wir werden es sehen. Und wenn ihr das wissen wollt, kommt einfach weiter mit da lang. Also hier ist ja echt wie auf dem Land praktisch. Ne? In Griebel sind wir jetzt. Unser Dorf soll schöner werden. Schnuggelig, rausgeputzt. Nach Eutin waren es jetzt noch 7 Kilometer. Straße fürs Auto. Fahrtweg 9,2. Und je nachdem, wo wir rumrennen, ja, wir lassen uns überraschen. Jetzt geht es erstmal nach Zahnekau. 2 Kilometer. Da vorne auf dem Schild stand 1 Kilometer. Mal gucken, was jetzt hier richtig ist. Hochinteressant. Das geht jetzt Schlag auf Schlag. Wir sind in Zahnekau. Und das gucken wir uns jetzt an. Da lang. Nächste Ort weiß ich gar nicht. So, hier, Eutin 5, über die Straße. Da, welches Verkehrsmittel auch immer, Eutin 4, das machen wir. Wir nehmen den kürzeren Weg. Auf geht's! Ja, wir stehen hier vor dem Feld mit schicke Blumen. Und das ist die Gründüngung für das Feld hier. Jetzt ist schon wieder die Frage, ihr ahnt es, was sind das für Blumen? Und wenn ihr es wisst, vielleicht seid ihr Bauer, Landwirt oder was weiß ich, Agrarökonom oder so. Schreibt es einfach in die Kommentare rein. Und zwar diese Blume. Das sind Kraniche. Das hat man ja schon. Gut, das wird man hiermit wahrscheinlich wieder nicht sehen, weil sie so hoch und klein sind. Ja. Die Formationen müssen wir ein bisschen üben noch. Ah, jetzt kommt der Anschluss hin wieder. Ja. Kannst ja zoomen, bei mir geht das leider nicht. Aber egal. Ganz gerade. Nicht anfassen wahrscheinlich. Eventuell Strom drauf. Ja, zumindest. Hä? Ja, aber ist ja nichts auf der Weide, brauchen sie nicht anstecken, aber so war es nicht, ne? Du erinnerst dich an sowas, ne? Als du da mal so einen Schlag gekriegt hast, oder? Ja. Weißt du auch noch, wo das war? Jawohl. Gut, das sind doch so Ereignisse, die sich einprägen. Ja. Da freut man sich ein Leben lang dran. Das war toll. Ja. So, wir hoffen, dass es nicht mehr so ganz weit ist. Frei am Ortseingang, ja. Ja, es gibt da wahrscheinlich aus alle Richtungen einen Ortseingang. Welchen Ortseingang meinst du? Weit von uns aus. Okay. Wir fahren, glaube ich, so weit hier im Ort. Jetzt. Ah. Wie gesagt, alles nicht so schlimm. Haben sie ein paar Gänse niedergelassen. Jetzt fängt es an zu tröppeln hier. Sieht man es? Schreibt mal ein bisschen länger ruhig. Deine Sonne muss man eigentlich sehen. Die Tropfen zwischen den Mücken. Dieser Parkplatz, der da jetzt kommt, ist das nicht der Parkplatz, wo dann der war mal für die Bundes- oder Landesgartenschau war es, glaube ich, ne? War es in Eutin? Ja. Wir sind in Eutin. Welcome im Reisemobilpark Eutiner See. Abstecher. Ist nicht viel, aber hier durch den Schlosspark. Kommen wir auch dahin, wo wir hinwollen. Ist noch mal ganz nett.
Und hier auf dem Gelände hat früher, vor, nur, wie lange ist das her? 4-5 Jahre? Ne? Ja. Die Landesgartenschau stattgefunden. Genau, in dieser Halle da waren irgendwelche, ja, Gartenkunst, so, irgendwie so Kram drin, Glasbläser und. Ein schöner, bunter Baum. Also gelb, grün. Der Schlosspark. Ich folge dir jetzt einfach mal. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja. So machen wir es. Die schönen Farben, ne? Im Herbst. Wolltiner See im Hintergrund. Ja. Ja, ich glaube, wenn wir da beim Schloss rauskommen, ist glaube ich ganz günstig, ganz gut, oder? Da ist das Schloss. Ja, jetzt gehen wir hier raus aus dem Schlosspark. Oder auch nicht. Ja. Kind sagt ja, also machen wir das. So, hier sind dann die letzten Zuckungen vom Schloss zu sehen. Werfen wir nochmal einen Blick dahin schnell. Okay, Freunde, das war's. Wir sind Leutin, suchen noch einen Bahnhof und dann geht's nach Hause. Das waren die 2 Tage Wanderung. Hat Spaß gemacht. Füße schmerzen ein bisschen, aber das gehört halt nun mal dazu. Und wenn es euch auch Spaß gemacht hat, hier, Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, ihr verpasst nichts mehr. Und wir sehen uns irgendwann wieder, irgendwo aus Deutschland. Bleibt gelassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Micha und aktiv. Nur kurzer Blick auf den Marktplatz zum Abschluss.